Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate Enchant Edition. Wir sind ja gerade in der Diebesgilde angekommen. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Und sind hinter Sarevok her, der sich hier durchgeschlichen hat. Der hier auf jeden Fall durchgekommen ist. Bist schon gut, schon gut. Was kann ich für euch tun? So, ich habe aber Angst, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Fallen sind. Womit? Sehr wohl. So. Ja, ich habe genug davon. Ja. Dann müssen wir ganz langsam vorgehen. Das ist schon gut, schon gut. Schon gut. Du bist ja. Ja. So, jetzt aber. Was kann sehr wohl? Was wollt ihr? Womit kann ich dienen? Ja, diese Fallen sind immer scheiße. Aber so muss es eben sein. Schon gut, schon gut. So. Was, wenn es unbedingt sein muss? Womit kann ich okay, jetzt können wir den Schleim fertig machen. Ich verstehe zwar nicht, warum die jetzt hier auf mich rumläuft, aber irgendwie hat Nera so drauf, nicht dahin zu gehen, wo man sie brauchen könnte. Für die Gefallenen! So. Natürlich blockieren sie sich auch schön. Zum Glück ist es nur ein Grünschleim. Ah. Was ist es diesmal? Wäre vielleicht gut, wenn kann hier. Wirksame Waffen verwenden. Was kann ich für euch tun? Was ist das ein? Womit schon gut, schon gut. Ein bisschen schneller, wenn ich davon ausgehen, dass. Ja, scheinen nicht so viele Fallen zu sein, wie ich gedacht habe. Was schon gut, schon gut. Oh. Rausschlägt. Womit kann ich dienen? Eine Geheimtür. Schon gut, schon gut. Du bist, denn ich verschwinde jetzt. Hier gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Falle aufstellen, gescheitert. Ein bisschen sehr wohl. So. Erzähl's, denn ich ihr verschwinde drei jetzt. Kommt hoch. Fress brennenden! Oder vielleicht frostigen so. Tod! Lass mich gehen! Grauschlägst du auf jeden Fall einfach. Also das hier sieht verdächtig danach aus, dass es hier eine Tür gibt. Besonders wenn ich hier stehe und reingucken kann. Womit kann sehr wohl? Und hier ist recht. Halfguards hab ich hab genug davon! Also entweder sind es nur Bugs. Oder man kann da wirklich irgendwo hingehen. Ein bisschen schneller, oder die öffnen sich erst durch irgendwelche Schalter. Das kann natürlich auch sein. Schicksalswachen! Ach du Schande. Die sind heftig. Schicksalswachen sind heftig. Ich erinnere mich noch. Was kann ich für euch tun? Kondorwarne plus 3 Waffe gegen Gestaltwandler. Nimm mal die Axt. Ich glaube, die könnte uns hier nützlich sein. Womit kann ich dienen? Sehr wohl. So. Ihr habt und geläutet? Jetzt hier noch ein paar magische Geschosse reinhämmern. Meine Klinge wird euch. Gut. Man kann's ja mal versuchen. Du kannst jetzt eigentlich ihn abschießen. Du bist ja cool. Okay, wir verletzen ihn auf jeden Fall gut. Ja, das Schicksal ist zwar für. Ja. Natürlich. Oh, so, ich bin wirklich ganz herzlich bei der Sache. Was? Denn ich verschwinde jetzt. So. Aha. Das wäre unbedingt im Nahkampf, ist nicht unbedingt zu. Yeah.
Oh, auf 4 Stufen gesenkt. Rasat, du solltest dich mal selbst heilen. Jetzt komm. Endlich hat mal wieder jemand Schaden gemacht. Schicksal war noch ewig. Ich erwarte eure Anweisung. Selune führt mein. Der kann sich nicht mehr heilen. Na, endlich wenigstens. Halleluja. Ich hab doch gesagt, die Typen sind heftig. Nur überwiegend, weil man sie kaum treffen kann, wie es scheint. Es gibt so viele. Die haben so viel. Okay. Aber mit seinem Schwert konnte er wenigstens was treffen. Vielleicht muss ich dann auch. Vielleicht ist das ganze Problem auch immer wieder, dass meine Leute einfach nicht so gut treffen und dass Khalid bisher. Falle auf Stein gescheitert. Schon gut, schon gut! Dass Khalid bisher der Beste war. Und uns mal aus. Nur die zweite Schicksalswache. So. Du bist denn, ich verschwinde jetzt. Was willst du unbedingt? Womit kann ich dienen? Aha. Okay, dann mal gucken. Du kannst auch Melfs Säurepfeil, wie ich sehe. Mal gucken. Ja, das ist. Nicht schlecht gewesen. Neun und fünf Schaden verursachen die und sie hat. Wow! Wurde 4 Stufen erhöht. Und 1, 2, 3, 4, 5 Geschosse abgefeuert. Hier mal ein bisschen von weiter hinten. Jetzt sehen wir die auch. Wurde wieder 4 gesenkt. Das ist natürlich immer glorreich. Erst um 4 erhöht, dann um 4 gesenkt. Was, dass wir auch alle Zauber wieder haben. Wir treffen Tuno irgendwie nicht so gut. Was kann ich für schon gut, schon gut? Okay. Ah, das sieht mir verdächtig aus. Schon gut, schon vielleicht gut, ist endlich mal eine richtige Falle hier. Besonders wegen diesem grünen Schleim. Habe ich mir doch gedacht. Ah, Kriegsskelett. Die schießt gleich. Die stellen keine Fragen. So, behandle ich mal. So, du kannst jetzt auch wieder mit dem Bogen schießen. Okay, warum auch immer du jetzt knapp krepierst. Weil die Schicksalswache fand ich heftiger. Nimm die helle Wade plus 2. Was ist denn das? Die Kriegsskelette sind ja auch ziemlich heftig. Und es hat Magiewiderstand. Und du nimm endlich die Keule. Ich schlitte ins Skelett. So.
Ihr wünscht, ich werde mich dieser Aufgabe. War eigentlich kein gescheiter Hammer oder sowas. Die hat doch die Keulen. Heiliger Bimbam. Na, wenigstens können wir mal gucken. Aha, Pfeile. Gut. Kali, du solltest mal wieder mit Pfeilen rumballern. Das macht sonst keinen Sinn. Du bist einfach ein besserer Schütze. So. Und immerhin. So rum. So. Was kann ich für schon gut, schon gut? Aber man merkt schon, wenn der schon 14 hat. Ach du Schande. Wir sind noch nicht mal ausgeschlafen. So. Ihr habt geläutet. Du bist ja ein komischer Kaut, denn ich verschwinde jetzt. Spieltechnisch auch sehr seltsam. Womit kann schon gut, schon gut? Erzählst du mir die Geschichte von Wolf und den sieben Geißlern? Erstmal das hier abschalten. Oh, ich hab genug davon. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Sehr wohl. Zieht euch zurück, zieht euch zurück, zieht euch zurück und lasst den Emo in vorne allein. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Oh, klopft. Ah, komm. Mehrer kritischer Fehlschlag. Was kann ich für euch tun? Komm. Wenn's unbedingt sein muss. Leute. Ihr seid echt nicht die Besten. Und das funktioniert nicht ganz. Die treffen einfach viel zu gut. Okay, dann heil einer wie einfach. Das. Die Kriegsskelette sind echt heftig. Also. Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen erschüttert, wie schwer die doch sind. Ja, ich habe auch keine gescheiten Waffen für diese Art von Gegner. Wie es scheint. Ich meine, was haben wir denn? Sie hat zwar zwei Keulen, er hat überhaupt keine stumpfen Waffen. Ja, es gibt noch dieses Wurfbeil. Na, ja, der hat volles Gepäck. So. Was war das? Sarevox Tagebuch, ja, das. Halt, was ist das? Klinge, Geschoss. Kehrt sofort zurück zum Werfer. Wenn ich keinen Erfolg habe, wird es mich meine Frau immer spüren lassen. Was macht das? Das macht Schadensbonus, Geschoss. Das ist Geschoss, Bogen. Das ist Stich. Klinge. Okay, Klinge. Na, mal sehen. Wir haben kaum stumpfe Waffen. Oh je. Also die einzigen stumpfen Waffen, die Wuchtwaffen, das hat sie. Und ich glaube, das müsste. Nee, das ist Klinge. Oder? Ja, Klinge. Ja, das ist nicht gut. Was kann ich, wenn es unbedingt sein muss? So. Denn ich verschwinde jetzt. Aber wenigstens haben wir hier die Skelette dann. Größtenteils ausgeschaltet. Womit kann schon gut, schon gut? Du
Erlauben Sie, ich hab genug davon. Ein bisschen sehr wohl. Was wollt ihr? Die Fallen sind nicht das Schlimmste. Das größte Problem daran ist, dass dann die Skelette noch nachkommen würden. Was kann ich für sehr wohl? Okay, Leute, jetzt könnt ihr euch hier versammeln. Die grünen Flecke haben wohl nur angezeigt, in welchem Gebiet es ist. Das sind dann die Fehlschüsse von den Fallen, wahrscheinlich Säurespritze oder sowas in der Richtung. Ja? Hier legt man eine Falle. Natürlich. Tja. Oh Mann, ey. Die Kämpfe hier werden auch immer heftiger. Ja, vertreib Untote. So kann man Sachen aktivieren. Sehr interessant. So. Okay. Zu Befehl. Dann mal gucken, wer hat alles noch irgendwas zu aktivieren. Ich kann das nicht. Dies wäre ein guter Platz für einen Steinkreis. Die kann sich verwandeln. Ich erwarte eure Anweisung. Er kann auch irgendwie komisches Zeug machen. Er könnte mit seinen Händen zuhauen. Ah, das werden wir nächstes Mal testen, wenn wir so einem Skelett begegnen. Vielleicht bringt das mehr. Er ist ja ein Wuchtwaffen. Ne, Biografie. Fertig, ne, Charakterbeschreibung, genau. Gut. Das sind ja ein Mönch und Mönche können ja mit Fäusten kämpfen. Gut. Ja, hier sogar bei Untoten kriegt das. Ja, das hätte ich vielleicht mal einsetzen sollen, aber egal. Wir sehen uns dann auf jeden Fall dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's play Baldur's Gate. Tüdelü.